guten Morgen. Wie man sehen kann, geht die Sonne gerade auf. Das Tal hier hat es allerdings noch nicht erreicht. Wir hatten heute Nacht das erste Mal wieder Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Und obwohl ich sehe gerade hier, die Wasserflächen außen sind gefroren, also ich nehme alles zurück. Wahrscheinlich war es doch unter Null. Wir werden gleich frühstücken und dann machen wir uns auf den Abstieg bis kurz vor an seinen Endpunkt, den wir dann morgen früh erreichen. Das Ziel ist dann morgen früh nach Kathmandu zurückzufahren, vormittags. Ansonsten ist es jetzt noch ziemlich kalt. Daher, wenn die Sonne aufgeht, wird es so warm sein, dass man eigentlich nur im T-Shirt wandern kann. So, nur eine halbe Stunde später ist schon so warm, dass wir wieder im T-Shirt weiterlaufen können. Ja, es ist wirklich ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, ist warm. Es riecht nach Wald und im Hintergrund die 7000er Berge. Wir sind relativ stark abgestiegen, die letzte Stunde. Und ich kann mal kurz den Weg zeigen. Aktuell ist es eher eine Genusswanderung, möchte ich sagen. Nicht an allen Stellen, weil da relativ viel Geröll rumliegt und man ziemlich steil absteigen muss. Aber hier, das kann ich den ganzen Tag lang machen.
viele Ziegen hier unterwegs. Ja, wir sind zwischenzeitlich knappe 1000 Höhenmeter abgestiegen, haben nochmal eine Pause gemacht, um ein bisschen was zu essen. Sind jetzt so auf 2600 Meter ungefähr und in so einer halben, dreiviertel Stunde an unserem Zielort angelangt. Geht ab und zu mal ein bisschen hoch und runter, Treppenstufen. Jetzt nicht besonders herausfordernd. Es ist schön warm, das ist ein angenehmer Kontrast zu den letzten Tagen. Und schon auffällig, wie sehr sich die Landschaft, die Vegetation hier ändert. Wir sind am Anfang durch so einen reinen Koniferenwald abgestiegen. Dann kamen Rhododendren dazu. Mittlerweile ist es hier fast wieder ein tropischer Regenwald. Aber unser Zielort für heute liegt auch nur auf 2600 Meter. Wir haben heute Nacht hier in Goba übernachtet, würden jetzt noch mal anderthalb Stunden weiterlaufen und dann ist der Trek auch zu Ende. Dann versuchen wir heute nach Kathmandu zu kommen, was nicht so ganz einfach ist, weil man dafür mehrere, mindestens einen Fahrzeugwechsel braucht. Ich habe gestern meine Klamotten gewaschen und leider ist auch nach knapp 16 Stunden nichts getrocknet. Naja, aber es ist ja nicht mehr lange. Ich zeige mal kurz die Umgebung hier. Hier sind wir gestern hergekommen. Das ist eine Richtung. Wir sind jetzt in etwas weniger als einer Stunde nach Tilch hier gelaufen. Hinter mir steht der erste Jeep, der uns in 4-5 Stunden ungefähr fahren wird. Dann werden wir die Fahrzeuge wahrscheinlich wechseln müssen. Und damit ist dieser Trek leider auch schon vorbei. Schade, aber wirklich sehr schön. Viel kürzer als gedacht. Elvi! I'm going to go to the hospital.
waren jetzt 4 Stunden eine schlechte Piste unterwegs und sind dann umgestiegen. Jetzt seit mehreren Stunden hier im PKW unterwegs, ungefähr 6 Stunden bis Kathmandu, also heute knappe 10 Stunden im Auto. Naja. So, wir sind jetzt nach mehr als 11 Stunden, davon 10 Stunden Fahrerei, wieder in Kathmandu in unserem Hotel angekommen. Jetzt ein bisschen klar Schiff machen, die Sachen sortieren, umpacken, was essen und dann ins Bett gehen. Das war ein ganz schön anstrengender Tag.